wieder zu Hause. Oh mein Gott, Gabi. Oh, Steffen. Steffen? Steffen? Ich habe keine Ahnung, wie Steffen hier reingekommen ist und was er gemacht hat. Er lag da einfach auf dem Boden. Ist er gestolpert? Ich weiß es einfach nicht. Hi, Rettungsdienst Köln. Wo ist der Unfall? Marita Freitag hier, hallo. Ich wohne im Ahornweg 51. Ich komme gerade nach Hause und finde meinen Lebensgefährten bewusstlos auf dem Boden. Atmet er noch? Ja, er atmet noch. Okay. Ich glaube, er blutet am Hinterkopf. Ich kann es nicht genau sehen. Frau Freitag, ich sehe gerade, da ist schon ein RTW auf dem Weg zu Ihnen. Bitte? Der müsste gleich bei Ihnen sein. Bitte? Ich war so froh, dass die Rettungskräfte auf der einen Seite schon unterwegs waren, aber auf der anderen Seite, wer zum Himmel hat die angerufen? Jetzt auf Streife die Spezialisten. Wir wohnen über die Leitstelle verständigt. Von wem? Von der Leitstelle also. Von der Leitstelle. Mehr kriegt man, was ist passiert? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich komme gerade vom Einkaufen. Und komm hier die Tür rein. Ah, da. Und dann sehe ich meinen Lebensgefährten hier liegen. Ja. Der eigentlich gar nicht hier sein sollte. Okay. Und Sie wissen nicht, wer Sie gerufen hat? Hallo. Hallo. Moment, ah, ich muss. Ja. Wacht auf, klart auf. Was passiert? Wo ist das Mauer? Hier ist er gut tastbar. Hier ist er mal auf. Okay. Zu Anfang lag der Patient in einer ziemlich seltsamen Position. Rechter Arm war irgendwie komisch abgewinkelt und der linke Arm lag ganz normal am Körper dran. Rechts war der Puls schwächer als links. Das war schon sehr seltsam. Können Sie sich denn vorstellen, wie das passiert ist? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er die Girlande aufhängen, wollte mich überraschen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich hätte eigentlich gar nicht hier sein sollen. Der Fall war für uns eine Herausforderung. Wir wussten A nicht, wie der Sturz zustande gekommen ist und wer zur Hölle den Notruf getätigt hat und den Patienten einfach so zurückgelassen hat. Guck mal bitte, ob der irgendwo eine Stromeintrittsstelle hat. Ja, hat hier irgendwie einen Galantenhaken aufgehangen? Hat er vielleicht einen Stromschlag bekommen? Also, jetzt gar nichts sagen. Ich sehe nichts. Pupillen sind isochrommittel, weil nicht reagibel. Okay. Übrigens. Ich mach mal Blutdruck, weil... Steffen, was hat er denn an Vorerkrankungen? Erzählen Sie mal bitte jetzt. Also eigentlich nichts, das ich wüsste, außer dass er in letzter Zeit mal hier oder da, dass ihm schwindlig wurde. In welchen Situationen? Nicht großartig. Er hat mal oben die Weinflasche aus dem Regal vom Schrank geholt. Und dann wurde es ihm ganz kurz schwindlig, aber... Atemgeräusche beizeit. Großeltern, okay. Weiß ich nur, dass die Oma hatte, glaube ich, einen Schlaganfall. Papa meine ich Herzinfarkt, aber ansonsten gibt's nichts. Irgendwelche Allergien? Hallo. Nicht, dass ich... Medikamente, die er einnimmt? Hallo. Nein, auch nicht. Ich komme wieder ein bisschen zu sich. Okay. Steffen. Du hast gesagt, er hätte... Puls ist jetzt wieder gut tastbar. Ja, hier auch wunderbar. Er hat eine Sättigung von 98. Der Druck ist auch wunderbar auf 120. Ich mach mal Notarzt dazu. Das gefällt mir alles gar nicht hier. Ja. Steffen, was machst du? Leitstelle. Seit der Trennung von ihrem Ehemann wohnt Marita mit ihrem Sohn Gabriel alleine in dem Haus. Folglich kann eigentlich nur der 15-Jährige während des Unglücks vor Ort gewesen sein und den Notruf gewählt haben. Die alleinerziehende Mutter muss Gewissheit haben. Ja, Mama, was ist? Hallo, Gabriel. Du, hör mal, wo bist du denn? Ich bin total aufgelöst. Du, Steffen ist hier. Der liegt auf dem Boden, schwer verletzt. Ich komme gerade vom Einkaufen. Wie verletzt? Ja, ich weiß nicht. Ich kam hier rein und Steffen liegt unten auf dem Boden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Steffen ist eben hergekommen. Ich habe den reingelassen. Okay. Ja. Und, was ist jetzt mit dem? Ja, hast du den Notarzt angerufen und bist dann gegangen oder was? Nein, ich habe den einfach reingelassen, dann bin ich gegangen. Warum soll ich einen Notarzt rufen? Dass Gabriel, mein Sohn, den Notruf nicht abgesetzt haben soll, hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Wer sollte denn sonst den Unfall mitbekommen haben? Das würde ja bedeuten, es wäre noch jemand im Haus gewesen. Und vielleicht sogar an Steffens Zustand Schuld. Also mein Sohn hat den Rettungswagen nicht gerufen. Okay. Können Sie sich denn vorstellen, wer das war? Ich habe leider keine...
keine Ahnung. Okay. Okay, Steffen, ist das von dir? Ist das von Ihnen? Fragt Ihre Lebensgefährtin. Steffen, wolltest du mich überraschen? Sie sagt nein. Oh, wie nein? Er sagt nein. Von wem könnte das denn sein? Nein, das ist nicht wahr. Marita, ich wollte doch nur hier ein bisschen dekorieren. Das glaube ich jetzt ja wohl gar nicht. Das ist ja wohl. Wenn das nicht von Ihnen war. Das ist, war hier jemand drin? Gibt's doch nicht. Auf Freitag. Moment. Das ist eindeutig die Handschrift von meinem Ex-Mann. Dann rufen wir mal besser. Steffen. Hat Thomas dir das angetan? Ich hab keine Ahnung, was passiert. Wir bräuchten bitte einmal noch mal eine Streife hier zur Einsatzstelle. Der riesige Blumenstrauß war von meinem Ex-Thomas. Der macht mir nur Probleme in letzter Zeit. Der stellt mir ständig nach, ruft ständig an. Er kann die Beziehung zu Steffen einfach nicht akzeptieren und will mich unbedingt zurückhaben. Womöglich hat er ihn sogar aus Eifersucht von der Leiter gestoßen. Also, wir haben hier einen Sturz aus einem Tritt. Ja. Wir haben eine Platzwunde. Ja. Wir haben eine Pulsdifferenz gehabt. Ja. Rechts wie links. Allerdings, der Blutdruck ist gleich auf beiden Seiten. Die Pupillen sind mittelweit isochor lichtreagibel. Er ist im Moment wach ansprechbar. Das EKG sieht auch unauffällig aus. Die Sättigung ist bei 98 jetzt. Eine Platzwunde am Hinterkopf. Aber warum hatte er dann initial bei mir Seite keinen Puls und bei dir hatte er einen Puls? Schlaganfall war es nicht. Können wir jetzt nicht ausschließen. Wir machen gleich noch ein Fast-Schema, das ist so ein neurologisches Schema da mit ihm. Und dann schauen wir mal weiter. Pass auf. Das ist das Einzige, was wir machen. Mach du nochmal Fast, ich gehe die Trage holen und dann gucken wir, dass wir hier wegkommen auf Rendezvous-Kurs. Schauen Sie mich mal einmal bitte an. Jetzt runzeln Sie mal einmal die Stirn. Sehr gut. Kneifen Sie mal die Augen zusammen. Super. Jetzt lächeln Sie mich mal mit dem schönsten Lächeln an. Richtig Zähne zeigen. Sehr gut. Wunderbar. Der Fast-Test, der neurologische Test, der war auch völlig unauffällig. Die Pupillen mittelweit, isochor lichtreagibel. Nichts war da, was das erklären konnte. Ein Schlaganfall kann zum Glück mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Ob Steffen von der Leiter gestürzt ist oder von einer anderen Person gestoßen wurde, ist jedoch nach wie vor ungewiss. Denn der Patient selbst kann sich an nichts erinnern. Ihr geht jetzt von einer dritten Person aus, die wohl mit im Haus war. Die Kollegen vom Rettungsdienst haben mich dazu gerufen, weil zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob es sich hierbei um einen ganz normalen Unfall im häuslichen Bereich oder um eine Sachlage handelt, an der eine dritte Person beteiligt ist. Außerdem stellt sich noch die Frage, wer den Notruf abgesetzt hat. Marita hat ihren Ex-Mann in Verdacht. Schließlich war dieser ja offensichtlich vorhin im Haus. Der Notrufgeber vom Ahrenweg 51 ist ein gewisser Thomas Freitag gewesen. Das ist mein Ex. Ja, sehr interessant. Ich melde mich gleich bei euch. Das darf doch nicht wahr sein. Also gehen wir jetzt wirklich davon aus, dass Ihr Ex-Mann hier in der Wohnung war? Ja, er muss im Haus gewesen sein, aber er hat keinen Schlüssel. Und mein Sohn hat nichts davon erwähnt, dass er ihn reingelassen hatte. Er hatte am Telefon nur gesagt, er hatte meinen jetzigen Lebensgefährten, der gerade mit dem Rettungswagen wegfährt, reingelassen. Hat er also doch damit zu tun? Hat er Steffen doch von der Leiter gestoßen oder vielleicht irgendwas auf den Hinterkopf gehauen? Moment mal. Wer ist das denn? Ja, geh mir hier vorne rum. Geh mir hier vorne rum. Das ist mein Ex-Mann. Guten Tag. Sag mal. Hallo Marita, wie geht's dir? Sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Was? Was hast du Steffen denn angetan und was machst du überhaupt in dem Haus? Ich habe Steffen gar nichts angetan. Was heißt? Wie kommst du da drauf? Du hast doch den Notruf abgesetzt. Ja, okay, es stimmt. Ach, jetzt stimmt's? Sag mal, wie kommst du dazu? Ich habe den Notruf. Warten Sie mal bitte. Jetzt erklären Sie mir mal bitte sachlich, was hier passiert ist. Ja, also, ich kam hier in dem Haus rein. Ich hatte noch einen Zweitschlüssel und wollte halt zum Geburtstag den Blumenstrauß dahin legen. Und ich gehe ins Wohnzimmer und plötzlich lag der Steffen auf dem Boden. Ach, ja? Ja. So, und hast nichts damit zu tun? Natürlich nicht, ne? Nein, ich habe nichts damit zu tun. Mhm. So, aus Panik bin ich rausgegangen und habe Notruf abgesetzt. Ist klar. Mhm. Ja. Und das soll ich dir jetzt glauben? Das kannst, und wie kommst du eigentlich zu einem Zweitschlüssel? Das kannst du mir glauben. Also,
Sachlichkeit. Ihre Aussagen kriegen wir nachher mit einer Zeugenvernehmung raus, ob das auch stimmt. Das stimmt. Das okay. Und jetzt können Sie sachlich weiter das Ganze hier ausdiskutieren. Thomas, das ist Hausfriedensbruch. Bei dem Verdächtigen handelt es sich dann tatsächlich um den Ex-Mann der Frau Freitag, der unberechtigterweise einen Zweitschlüssel für die Wohnung besitzt. Im Nachhinein wurde er natürlich erstmal strafprozessual belehrt, die Personalien festgestellt und des Grundstückes verwiesen. Lass dich doch mal drücken. Oh. Was ist denn jetzt los? Oh. Steffen? Oh, was ist denn jetzt los? Steffen? Hallo. Steffen? Ja, alles okay? Was ist los? Oh, Scheiße, was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? Wieder 120. Pass mal auf. Steffen, was war das? Lass uns bitte eine Infusion dran machen. Mach mal eine Infusion dran. Ist das nicht teuer? Und dann machst du das an den Arm? Da der Mann immer synkopierte aufgrund einer bestimmten Position der Arme, kam uns ein Verdacht hoch. Und zwar das Subklavian-Stil-Syndrom. Gibt es nicht häufig, aber es gibt es manchmal. Weil in neutraler Position der Arme war er völlig klar wach ansprechbar. Sobald er die Arme über den Kopf hebt, synkopiert er. So, würde ich sagen. Ich nehme den Arm jetzt mal ganz nach oben. Keine Angst. Wir sind bei Ihnen, ja? Okay. So, ganz nach oben. Ganz nach oben. Helfen Sie mit. Das gibt's okay. Nicht. Jedes Mal, wenn er den Arm gehoben hat, wird die zum Hirn führende Vene abgedrückt. Und das lässt ihn synkopieren. Wir haben hier ein Subklavian-Stil-Syndrom, nennt sich das. Das ist quasi, Sie müssen sich vorstellen, ne, blutführende Gefäße hier unterm Arm, Brachialis. Mhm. So, wenn man den Arm hochhebt, kann es sein, dass dieses blutzuführende Gefäß zum Gehirn abgedrückt wird. Sprich, die Blutzufuhr ist nicht mehr gewährleistet für das Gehirn und wird dementsprechend nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, solange man den Arm oben hält. Okay, das heißt Symptome sind dann quasi Bewusstlosigkeit, alles das, was wir jetzt gerade eben hatten. Okay. Sobald man aber die Lagerung des Arms wieder ändert, quasi wieder in eine Position bringt, dass das Gefäß wieder freigängig ist, wird das Gehirn wieder mit Blut versorgt und alles ist wieder normal wie vorher. Okay. Als ob nie was gewesen wäre. Also können wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass hier keine Gewalteinwirkung von außen passiert ist? Also momentan kann ich das nicht verneinen, aber auch nicht bejahen. Ja. Gut, dann müssen wir halt weiter später schauen im Rahmen einer zeugenschaftlichen Vernehmung, dass wir es da irgendwie rausbekommen. Das muss jetzt, also wir bringen jetzt erstmal in die Klinik. Das muss definitiv untersucht werden mit dem CT, etc. Aber dafür sollten wir jetzt losfahren. Okay, ja. Was heißt das für die Zukunft? Ist es behebbar? Ist es gefährlich? Das würde, wenn dann mit durch einen CT, mit Kontrastmittel wird das gesucht, wo diese Engstelle ist oder dieses Abdrücken. Mit einem Stand, der dann da platziert wird, oder einem Bypass, dass dieses Gefäß quasi umgangen wird, kann das alles behoben werden. Okay. Aber das entscheidet dann der Arzt vor Ort. Von der Krankheit hatte ich noch nie zuvor was gehört. Und ich wünsche jetzt einfach Steffen nur noch, dass er schnell gesund wird und wir das Abendessen nachholen können und meinen Geburtstag. Steffen wurde an der verengten Arterie operiert und hat seitdem keine Ohnmachtsanfälle mehr, wenn er die Arme hebt. Marita hat von ihrem Ex-Mann noch am selben Tag den Zweitschlüssel zurückbekommen und verzichtet auf eine Anzeige gegen ihn.